Die gestrige Hart aber fair Sendung war wohl das niederträchtigste AfD-Bashing, das ich jemals im TV gesehen habe. Und dabei fing es tatsächlich gut an mit Tino Schumann von der CDU. Dabei merkt man selbst ihm eine gewisse Nervosität an, wenn er sich traut, etwas gegen den Mainstream zu sagen. Und ich finde die Definition, wir sind gegen rechts, schwierig, weil wir ein breites Spektrum haben. Wir brauchen rechts von den Mitteparteien, links von den Mitteparteien, die alle im Rahmen auf unserer demokratischen Grundordnung basieren. Weil das zeichnet unsere Gesellschaft aus. Wir sind nicht eine Art von Menschen, sondern sind vielfältig, auch mit vielerlei Interessen. Und vor allem diese Aussage. Wenn man Helmut Schmidt heute anhören würde, wenn er noch leben würde, wenn man sich die Beiträge bei Frau Maischberger anschauen würde, dann würden heute einige sagen, der ist rechtsradikal. Bin ich von überzeugt. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt eine Ablenkung. Ich finde, bleiben wir doch einfach mal bei den Parteien, die heute kommunizieren. Und dann schnell davon ablenken. Nein, davon wollen wir jetzt gar nicht reden. Nicht, dass noch jemand darüber nachdenkt, wie sehr das Meinungsspektrum heute eingeschränkt ist. Erstmal muss man aber natürlich eine gewisse Grundstimmung schaffen, indem man impliziert, dass die AfD eigentlich so gefährlich ist, dass man sie verbieten müsste. Und ich finde einen solchen Verbotsantrag eine großartige Idee. Dann hätte man jedenfalls einen konkreten Text, auch mit Beweismaterial. Dann könnte man schauen, wird das mutmaßlich reichen? Aber schön, dass zumindest einer traut, sich zu klatschen, als Klamroth anmerkt, dass manche Leute sowas undemokratisch finden könnten. War ja aber auch zu sagen, das ist undemokratisch, wenn man jetzt eine Partei verbietet, die von so vielen Menschen gewählt wird und auch potenziell noch von mehr Menschen gewählt wird. Ach Leute, Parteien verbieten ist wirklich so 1933. Und ab jetzt befindet sich der AfD-Kandidat Erik Holm im absoluten Kreuzverhör. Alle gegen einen. Alles, was gesagt wird, meint die AfD auch so. Und ich muss auch sagen, wenn dem nicht so wäre, wie Sie sagen, dass es keine Pläne gäbe zur Vertreibung von Menschen, die Sie gerne als nicht assimiliert oder wie auch immer bezeichnen, ehrlich gesagt, ist mir auch völlig egal, wie Sie die bezeichnen, dann müssten Sie sich ja schützen vor Menschen wie mich stellen, die einiges für dieses Land auch beitragen und zu dem Wohlstand dieses Landes. Das tun Sie aber nicht, ganz im Gegenteil. Nachdem sie sich hier in Eigenlob ergeht, schauen wir doch mal nach, wie viel sie für den Wohlstand des Landes gemacht hat. Sie hat den deutschlandweit ersten Lehrstuhl für islamische Lehrausbildung aufgebaut und sitzt jetzt bei den Grünen im Bundestag, bezahlt von deutschen Steuergeldern. Aber sie legt noch einen drauf. Im Bundestag sagen wir vis-à-vis während einer Plenumsdebatte und liebe Frau Kautor, die einzige Lösung ist, und ich möchte das hier wirklich wiedergeben, es hat ein Bundestagsabgeordneter gesagt, die einzige Lösung, Frau Kautor, ist Remigration. Sowas muss ich mir jeden Tag im Bundestag anhören und zwar von Ihren Fraktionskollegen. Wenn Sie also nicht so denken würden, dann müssten Sie sich doch automatisch schützen vor Menschen wie mich stellen. Das tun Sie nicht. Doch, genau das tun wir, obwohl sie hier Hass und Hetze verbreitet. Sie ist hier vor 2000 geboren und da war es noch nicht üblich, eine doppelte Staatsbürgerschaft auszuteilen. Sie hat die Sprache gelernt, sie hat offensichtlich eine Arbeit und scheint nicht kriminell zu sein. Und weil Sie es schon angesprochen haben, hier mal ein Beispiel für eine nicht assimilierte Person. Ich lese dazu nur mal die Überschrift von der Berliner Zeitung vor. Freundinnen fanden die 14-Jährige blutend im Gebüsch. Die Person auf dem Bild ist der in Berlin geborene Islam L.M., 18 Jahre alt, aus Tempelhof. Der muss sich jetzt wegen der Tat vor Gericht verantworten. Aber obwohl er in Deutschland geboren wurde und 18 Jahre alt ist, braucht er vor Gericht einen Arabisch-Dolmetscher. Und das zeigt mal, was hier für Parallelgesellschaften entstanden sind, wenn man es in 18 Jahren nicht schafft, Deutsch zu lernen. Da er nach 2000 geboren ist, hat er höchstwahrscheinlich einen Doppelpass. Und hier würde ich persönlich sogar sagen, müsste man überlegen können, ob man so einer Person nicht den deutschen Pass entziehen kann. Da er keinerlei Anstalten macht, sich zu integrieren und auch noch straffällig wird. Was kürzlich übrigens sogar die SPD ins Spiel gebracht hat. Sie wollte Antisemiten die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen, sogar 10 Jahre rückwirkend. Und um sowas zu verhindern, müssten wir eben etwas mehr Druck aufbauen, damit Migranten auch einen Grund haben, sich hier anzupassen. Aber darüber redet sich Mario Vogt völlig in Rage. Jetzt rede ich mal über den Beschluss der ostdeutschen Fraktionsvorsitzenden der AfD, wo sie ganz klipp und klar gesagt haben, sie wollen genau diesen Assimilationsdruck aufbauen. Und was heißt das denn? Mhm. Wir haben hier einen Rechtsstaat. Sie haben gerade über Rechtsstaat geredet. Absolut. Artikel 2 des Grundgesetzes sagt, die freie Entfaltung der Persönlichkeitsrechte muss geschützt werden. Artikel 3 ist die Gleichheit des Menschen. Das, was sie wollen, ist, und das hatten wir in Deutschland schon mal, eine Situation, dass die ihnen nicht genehm sind, einfach rausfliegen. Höcke redet das von 20 bis 30 Prozent. Und das beschließen Sie in Ihren Papieren. Und deswegen sage ich Ihnen eins, das ist ein Bild von Deutschland, das brauchen wir hier nicht. Ich erinnere Sie gerne mal. Ja, der suffisant lächelnde Mario Vogt sieht das hier dann also offenbar als Entfaltung der Persönlichkeitsrechte an. Und genau diese Taten haben wir ja erst, weil es keinen Assimilationsdruck gibt.
Aber jetzt kommt meine Lieblingsstelle, wo Frau Kadok sich selbst auseinandernimmt. Also egal, wie engagiert Sie das hier voranbringen, ich glaube Ihnen kein Wort von dem, was Sie hier sagen. Denn ich höre im Deutschen Bundestag etwas völlig anderes von all dem, als was Sie hier sagen. Und das gilt, das, was Sie sagen und äußern, weg vom Parteiprogramm gilt. Wenn Martin Sellner eingeladen wird, der sein Buch vorstellt und von drei Kategorien Menschen spricht, die hier zwangsdeportiert werden sollen. Schon mal die erste Lüge, es wurde niemals von Deportation gesprochen. Diese Assoziation hat erst Korrektiv in die Welt gesetzt. Aber das Beste kommt noch. Und Sie sagen, Sie benutzen, nein, jetzt lassen Sie mich ausreden. Dieser Mann setzt das Stichwort und den Trigger Remigration. Komischerweise benutzt die AfD durchgängig überall im deutschen Innenausschuss, im Ausschuss des Auswärtigen, also im Auswärtigen, in der Plenardebatte andauernd diesen Begriff eines Identitären, der durchaus rechtsextremistisch einzuordnen ist. Erklären Sie mir mal, warum Sie ganz zufälligerweise exakt die gleiche Begrifflichkeit benutzen, ja, das wenn das alles nicht so gemeint sein soll. Ja, das erkläre ich Ihnen gerne. Denn anders als Sie es hier fälschlicherweise behaupten, ist Remigration ein Fachbegriff. Er bezeichnet den Teil des Migrationsprozesses, bei dem Menschen nach einer beträchtlichen Zeitspanne wieder in ihr Herkunftsland zurückkehren. Der Begriff findet in Wirtschafts-, Sozialwissenschaften und Exilforschung Anwendung. Aber das sind vermutlich auch alles rechtsextreme Wissenschaftsgebiete. Und selbst in Rostock suchte man ganz brav gegendert einen Sacharbeiter für Remigration. Wahrscheinlich auch rechtsradikal. Aber Frau Kadok blamiert sich natürlich noch weiter. Es ist ein wissenschaftlicher Begriff. Von wem ist ein wissenschaftlicher Begriff. Fragen Sie doch mal in Rostock. Nein, ich frage Sie. In Rostock wird gerade ein Sachbearbeiter für Remigration gesucht. Genau, und Thüringen will ja den Plan direkt umsetzen. Normaler Begriff, da dreht es sich halt um das Zurückführen. Wer hat den Begriff da eingeführt und geprägt? Seit 2015 wird der von den Identitäten geprägt. Das ist kein neuer Begriff. Doch, von uns geprägt. Doch, gucken Sie sich die Forscher mal an dazu. Tja, Frau Kadok, da sollte man sich vielleicht mal vorher informieren, bevor man hier Falschmeldungen verbreitet. Richtig gestellt wird in der Sendung natürlich nichts und Mario Vogt versucht jetzt noch mit einer vertretenen Aussage von Björn Höcke weiter zu hetzen. Sie sind letztes Jahr mit Herrn Höcker Seit an Seit marschiert durch Erfurt. So, und das ist derjenige, der kürzlich in einer Veranstaltung in Thüringen gesagt hat, 20-30% der Deutschen würde es betreffen. Wir würden damit gut klarkommen. Nein, das ist schon wieder falsch. Das sind Ihre Truppenteile. Es ist schon deswegen falsch, sage ich Ihnen eines ganz simpel. Das ist wir haben Propaganda, was Sie vermeiden. Nein, das ist keine Propaganda, das kann ich belegen. Oder Sie können nicht ganz genau lesen. Kann ich belegen, Herr Röhm. Ich kann Ihnen gleich sagen, aber ich merke, wie Sie sich aufregen, dass Sie sich ertappt fühlen. Ja, was Mario Vogt hier so genüsslich vorträgt, ist nichts anderes ist eine Falschbehauptung. Er hat nämlich eine Aussage von Björn Höcke in einen völlig anderen Kontext gebracht. Und hier wäre es doch mal gut gewesen, wenn man einfach den Ausschnitt von dem Video in der Sendung gezeigt hätte. Aber das hätte ihn ja entlarvt. Mario Vogt erweckt hier ganz bewusst den Eindruck, dass Björn Höcke gesagt hätte, er möchte 20-30% der Bevölkerung vertreiben. Tatsächlich aber hat er davon gesprochen, dass er die doppelte Staatsbürgerschaft abschaffen möchte, so wie es noch 1999 war. Dann müssten sich viele Menschen mit einer doppelten Staatsbürgerschaft für einen Pass entscheiden. Und er meinte, dass viele sich dann wohl eher für ihr Heimatland entscheiden würden. Und im Anschluss daran sagt er noch, dass er glaubt, dass es kein Problem wäre, wenn dadurch 20-30% der Menschen das Land verlassen würden. Aber hören wir doch mal rein. Das heißt, wir müssen zurück zum Staatsangehörigkeitsrecht, das bis Ende 1999 galt. Da gab es nur einen Pass. Das heißt, die Menschen werden sich dann tatsächlich entscheiden müssen. Und so wie ich gerade die türkische Community in Deutschland kenne, werden sich viele für die türkische Staatsangehörigkeit entscheiden. Davon bin ich überzeugt. Wir werden auch ohne Probleme mit 20-30% weniger Menschen in Deutschland leben können. Ich habe keine Angst vor dem Bevölkerungsrückgang, wenn Maßnahmen eingeleitet werden, die langfristig die Bevölkerung wieder stabilisieren. Und weg von der doppelten Staatsbürgerschaft wäre zum Beispiel eine solche Maßnahme. Ja, man ist dann auch einfach zum nächsten Thema übergegangen und hat Erik Holm keine Gelegenheit gegeben, diese Sache richtigzustellen. Dann möchte man der AfD natürlich wieder vorwerfen, dass sie scheinbar aus der EU austreten wollen. Aber Herr Holm erklärt hier einmal, was damit tatsächlich gemeint ist. Sind Sie jetzt raus aus der EU oder wollen Sie es nicht? Ich sage es ja, es ist ein Ultima Ratio, wenn wir keine Reformen hinbekommen. Wir wollen Reformen in der Europäischen Union, die zu aller Nutzen sind. Wir wollen nur nicht fremdgesteuert aus Brüssel sein. Wir wollen als souveränes Deutschland unsere Politik gestalten, aber natürlich vertragliche Beziehungen innerhalb der Europäischen Union haben. Ich lese das anders in Ihrem freien Markt auch ermöglicht. Ich lese das anders in Ihrem EU-Wahlprogramm. Da steht es ein bisschen klarer, als Sie es jetzt gerade sagen, Herr Holm. Mal davon abgesehen, dass Herr Klamroth ihn ständig unterbrechen muss, versucht er ihm jetzt mit einer wirklich perfiden Art eine Falle zu stellen. Die Falschdarstellung versteht man leider nur, wenn man etwas mehr Hintergrundwissen hat. Schauen wir uns das mal an. Da steht nicht, wenn wir es nicht reformiert bekommen, sondern da steht, die EU ist im Sinne der AfD nicht reformierbar und deswegen müssen sie aus der EU raus.
Ist jetzt das EU-Wahlprogramm die Position oder das, was Sie jetzt hier gerade sagen? Das, was ich hier sage, ist die Position. Das heißt, das Wahlprogramm können wir... Der Dexit, ich sage es doch ganz klar. Nein, wollen wir nicht. Doch, das ist nicht richtig. Herr Höcke, dann lesen Sie doch nach. Herr Höcke hat schon mehrfach gesagt. Hier werden immer reihenweise Unwahrheiten verbreitet und das ist nicht in Ordnung, das muss ich sagen. Ich will auch Herr Holm trägt die Position der AfD zur EU vor und Herr Klamroth präsentiert einen Auszug, scheinbar aus dem EU-Wahlprogramm der AfD, der eine völlig andere Aussage enthält. Und als Herr Holm sagt, dass diese Aussage, wie sie dort eingeblendet wird, tatsächlich falsch ist, bezichtigt man ihn selbstverständlich der Lüge. Und der unbedarfte Zuschauer meint natürlich, aha, da lügt die AfD also doch. Tatsächlich aber sagte die AfD schon vor einem halben Jahr, dass diese Aussage im EU-Wahlprogramm ein redaktionelles Versehen war. Man nimmt hier also einen Auszug, der schon am 28.07.23 abgeändert wurde und versucht damit, die AfD zu diffamieren. Wie tief kann man eigentlich sinken? Jetzt geht's aber richtig los und dann wissen wir auch endlich, warum die Fachkräfte nicht kommen. Es liegt nämlich an den Deutschen. Aber die Fachkräfte kommen ja gar nicht, weil unser Land diese Standortbedingungen hat, die nicht tragfähig sind. Vielleicht kommt auch deswegen nicht, Herr Holm, weil unser Land ein Rassismusproblem hat. Das ist das, was zum Beispiel die Chefin eines Uhrenherstellers aus Sachsen im Spiegel ganz öffentlich bekannt gegeben hat. Wir haben ein Imageproblem, weil uns die Leute fragen, werden unsere Uhren von Nazis zusammengebaut? Und wir haben ein Fachkräfteproblem, weil natürlich die Menschen vorher recherchieren. Wenn ich da nach Sachsen einwandere, droht mir da möglicherweise, wenn ich Inder bin, auf der Straße Gefahr. Also ich frage mich wirklich, welche Leute in einem Uhrengeschäft nachfragen, ob die Produkte dort von NAZIs zusammengebaut werden. Aber seine Behauptung, dass vor allem Migranten sich Sorgen machen müssen über Gewalt, ist nachweislich falsch. Immer mehr Deutsche werden Opfer schwerer Straftaten durch Zuwanderer. Das geht aus dem Bundeslagebild Kriminalität im Kontext von Zuwanderung hervor. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass die Personen offensichtlich keine Repression zu fürchten haben, also die Abschiebung auf der einen Seite, und sie mit unserem Rechts- und Wertefundament überhaupt nichts anfangen können. Zuwanderer selbst wurden viel seltener Opfer von Gewalttaten, an denen Deutsche beteiligt waren. Im Klartext, Deutsche werden viermal so oft von Zuwanderern angegriffen als umgekehrt. Und dabei sind Migranten mit deutschem Pass statistisch noch gar nicht erfasst. Ja, es ist schon ärgerlich, wenn die Statistiken gegen die eigene Ideologie sind. Wenn euch meine Arbeit gefällt, gerne Video teilen und vielleicht habt ihr auch Lust, über eine Kanalmitgliedschaft nachzudenken. Bis zum nächsten Mal.